Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch vorstellen, wie man beim E-Up die Grundträger, die Dachträger montiert und auch eventuell einen Dachkoffer. Ich bin jetzt den ganzen Winter mit Grundträger und Dachkoffer unterwegs gewesen, hatte die Ski und die Rodel rein und das lief super, wunderbar ab. Klarerweise, der Verbrauch war ein wenig höher, aber im Winter allgemein ist der Verbrauch schon allein durch die Kältetemperaturen schon höher. Ja, leider hat der E-Up relativ einen kleinen Kofferraum. Deswegen, wenn man jetzt mit der Familie unterwegs sein sollte mit dem E-Up, kann man sich mit einem Dachkoffer aushelfen. Und das funktioniert im Winter, ich denke mal auch im Sommer recht gut. Man hat durch den Dachkoffer recht viel Platz. Und die Montage des Grundträgers ist nicht kompliziert und funktioniert recht schnell. Ich habe ein paar Kopien der Beschreibung des Grundträgers beigelegt. Also starten wir mal kurz. Ich habe mir den VW Original Grundträger gekauft. Das ist der 1S40711264 Türen. Ich denke, das ist die einfachste Methode, einen Grundträger für eine E-Up sicher zu befestigen. Hier ein paar Kopien der Beschreibung. Was hier wichtig ist, vielleicht zu sehen, man muss genau aufpassen, dass man vorne und hinten bei der Montage den Grundträger in den Löchern reinsetzt. Ansonsten ist es gar nicht kompliziert. Man schraubt auf beiden Seiten den Grundträger ganz raus und setzt dann positioniert ihn korrekt an. Ich zeige euch das noch im Video in Einzelnen. Ganz zu Beginn kann man die Schiene, oben ist eine Schiene, eine Plastikschiene, ein Plastikschutz befestigt, gezielt abschneiden, wenn man die Länge genau dann ausmisst. Aber die Montage sollte dann in 5 Minuten erfolgen, nicht länger eigentlich. Und auch am Dach habe ich keine negativen Risse oder Lackschäden feststellen können. Auch hier die Beschreibung, vielleicht ist das relativ klein gedruckt, aber man kann ja mal stoppen, wenn man jetzt keine Beschreibung mehr zur Verfügung hat, kann man sie hier rauslesen. Stoppt man einfach das Video und dann sieht man das. Also so schaut mein Auto aus mit Dachträger. Die Maße, kommen wir nun zu den Maßen. Vorne ist der Dachträger genau 1,56 Meter hoch vom Bodenweg und hinten 1,58. Jetzt kommen wir zur Montage oder Demontage. Wichtig ist hier, man hat dann einen Schlüssel, einen gezielten Schlüssel, der nur für diesen Dachträger zu verwenden ist. Das ist die Sicherheit, das ist der Schlüssel sozusagen auch, mit dem man auf beiden Seiten jeweils den Dachträger aufschrauben kann oder anbringen kann. Ausschrauben funktioniert relativ gut. Dreht man auf, das ist kein Problem. Und auch recht schnell auf beiden Seiten. Zu Beginn, wenn man es jetzt runterschraubt, kann man die Tür zulassen, danach besser aufmachen. Wichtig ist, und das möchte ich hier mehrmals erwähnen, dass man hier gezielt die Plastikteile oben an den Rillen reindrückt. Sozusagen, das ist der Gegendruck. Und deswegen muss man das hier, das steht auch so in der Beschreibung, da befestigen. Oben und am unteren Rand sind die Löcher, führt man den Dachträger ein und schraubt so das fix ran. So hält das bombenfest eigentlich dann. Aber hier ist es wichtig, hier ransetzen. Ansonsten hält das nichts fix. Ich habe bei mir, wenn ich den Dachträger montiert habe und dann noch den Dachkoffer, muss ich hinten die Antenne abschrauben, weil der Dachkoffer bei mir doch relativ lang war. Man sollte bei der Montage des Dachkoffers darauf achten, dass der Kofferraum leicht aufgeht und nicht an den Dachkoffer anstoßt. Ansonsten, wie man hier sieht, ich habe einen Dachkoffer mit 480 Liter montiert, der hat relativ viel Platz. Im Winter hatte ich 2 Rodel rein, die unsere Langlaufski, die Stecken und auch die Schuhe und. Das ist gar kein Problem.
Aufs Gewicht sollte man achten, die 50 Kilo sollten nicht überschritten werden, aber das ist auch kein Problem. Man kann auch eventuell einen kleinen Koffer mit 300 Litern etwa montieren. Denke ich, das wäre auch vernünftig, wenn man da nicht so viel Platz brauchen sollte. Ich habe in der Beschreibung einige Links beigelegt, welche Dachkoffer eventuell hier zu empfehlen wären. Ansonsten, wie gesagt, ich würde den Grundträger, den Dachträger direkt vom VW nehmen, den Originalträger. Ich habe da hierzu auch keinen vernünftigen von einem externen Anbieter gefunden, aber Dachkoffer kann man ruhig einen frei wählen, welcher dann passt. Gut, das war's nun von heute. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Falls ihr noch Fragen zum Dachkoffer, zu den Grundträgern habt, zur Montage und so weiter, schreibt das bitte in den Kommentaren. Ich werde dann euch gerne die Fragen beantworten. Ansonsten hoffe ich, ihr gebt mir einen Daumen hoch und es hat euch gefallen. Und abonniert meinen Kanal. Ciao, euer Elektroauto-Kanal.